wir haben schon ein bisschen unsere Tricks. Was ja, sehr hilft, ist, eben, dass in der so Kulisse immer, haben wir immer Licht. Das heisst, ich sehe, wann ich raus muss. Und sonst, wir hören uns, probieren uns zu hören. Und wenn alles gut geht, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann läuft man halt jemand anders rein. Dann merkt man, dass es nicht gut gegangen ist. Das meiste wird eigentlich so, lernen wir in Durchläufen, also wenn wir Durchläufe machen. So findet jeder so seinen Weg und ja, mehr oder weniger ist alles choreografiert, aber klar gibt es immer Momente, wo irgendetwas anders läuft oder wo jemand nicht parat ist und dann muss man auch irgendwie fähig sein zum Improvisieren. Du musst spüren die Intensität von den Materialien. Und wenn du das spürst, dann findest du den richtigen Charakter. Und dann gibt es stundenlang, wochenlang Improvisation dazu, bis du eine Geschichte kannst zeichnen. Es ist ganz anders, aber irgendwie habe ich gleich das Gefühl, es ist still. Aber ich habe das Gefühl, es ist eine hörbare Stille. Und von dem her habe ich irgendwie das Gefühl, dass man gleich etwas hört. Und zum Spielen, ich weiß nicht, ich habe innerlich passiert gleich mega viel. Also ich habe wie einen inneren Monolog, der in mir abgeht. Ich glaube, man muss einfach sich voll in den Moment geben und irgendwie, ja, gleich, auch wenn man unsere Gesichter nicht sieht, gleich in die Emotionen reinkommen. Und dann macht es halt einfach etwas so mit dem Körper und dann passiert etwas. Es ist wie nochmal eine andere Welt ohne Wort. In der Stille eigentlich vor so vielen Leuten zu stehen und sie hat es noch nie gemacht, die Art von Theater und von Kunst und ich bin sehr nervös. Von einer Plastiktüte bis ein Kopf, wo könnte auch seine Charakter und Persönlichkeit und Frustration zeigen. Und für das, ich glaube, wir sind in der Welt die Erste gewesen und Bekannte geworden. Total Lampenfieber. Du weißt nie die Konstellation, wo der Duse ist, wie das ist, wie das sollte gehen. Aber wenn ich mir letztes Jahr entscheidet hätte, für selber allein eine neue Show zu machen, ich habe gesagt, I jump in the cold pool all by myself. If I die, I die. If it goes, it's great.